Wie viele Gefangene haben das Lager passiert? Zwischen 25 und 30.000. Alle Namen stehen im Register. Wo wolltest du hin? In die Schweiz. Italien wäre besser gewesen. Wo hast du das Buch her? Von meinen Vermietern. Sie haben es zurückgelassen, als sie geflohen sind. Was heißt Papa? Das bedeutet Papa auf Persisch. Ich bin kein Jude, ich bin Perser! Wir haben einen Perser gefunden. Woher wissen Sie, dass er ein echter Perser ist? So, das hat er gesagt. Natürlich hat er das. Und wenn er lügt? Was ist das? Baf, baf. Heißt Vater in meiner Sprache. Wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran. Was heißt Mutter? Mutter. Hunter. Mehr als alles auf der Welt hasse ich Lügen. Ja. Wenn du lügst, dann wirst du das bereuen. Nach der Arbeit kommst du jeden Tag zu mir und bringst mir deine Sprache bei. Brot, Bratsch, Fleisch, Ganka. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant helfen. Farsi ist eine schwere Sprache. Übersetzen wir diese 40 Wörter in Farsi. Das sind nur 39 Wörter. Schreib eins dazu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene. Der betrügt sie. Ich soll 40 Wörter in einer fremden Sprache erfinden. Sie zu erfinden geht, aber alle im Kopf zu behalten, ist unmöglich. Brot. Raj. 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 Wie viele Wörter hast du bisher schon gelernt? 1500 Wörter. Lass uns sprechen. Ich habe ein Gedicht verfasst. Lom Gatrundariach Fab. Es hat mir sehr gefallen, Herr Hauptschirmführer. Sag Klaus zu mir. Wir würden ihn ja einfach umbringen. Was ist, wenn er abhaut? Ne, das hat noch keiner geschafft. Wo ist er? Gefangener Reza Tun! An seiner Stelle warst du bereit, in diesem Haufen Namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst. Aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Wenn nicht, so sind sie keine Mörder. Ich bin kein Mörder. Du sorgst dafür, dass die Mörder gut speisen. Ich bin auch müde. Wovon? Von der Angst. Wir springen aber erst, wenn ich bereit bin, okay? Tony, dann sag's bitte nicht mein Dad! Es ist nicht immer einfach hier. 147 Tage ohne Land in Sicht. Was ist denn das? Dasselbe wie gestern. Und das hier? Die angebrannte Version davon. Das sind alle Nahrungsmittel, die noch da sind? Ich muss diese Vorräte strecken, solange es irgendwie geht. Dave, wo sind die Kinder? Land? Finny! Du bist aufgewacht. Gut. Sie sind eine Nestrierin. Bitte hör auf, mich zu stupsen, ja? Weißt du auch, warum diese Kolonie gebaut wurde? Um uns Nestrier vor den Fleischfressern zu schützen. Die Arche, sie ist gelandet. Oh Mann, hör mir auf. Sollten wir ihnen nicht helfen? Was werden sie wohl essen, wenn uns die Nahrung ausgeht? Steine? Nein, nicht Steine. Euch! Wir sollen also deinen Fleischfresserfreunden direkt in die Klauen rennen? Wenn wir während unserer Zeit auf der Arche irgendetwas gelernt haben, dann das... Dass man niemals glauben sollte, man könnte ein Nashorn kitzeln. Nein, Dave. Wir haben gelernt, dass es möglich ist, unter uns Tieren friedlich miteinander zu leben. Was macht ihr denn mit der Arche? Zerstört ihr die Arche etwa für einen Whirlpool? Nein, wir zerstören die Arche für eine ganze Wellness-Oase. Entspann dich, trink ein Schlückchen. Diese Erzählung ist weit mehr als bloße Fiktion. Bist du David Copperfield? Ja, da bin ich. Es ist die wahre Geschichte jenes Lebens, das ich einmal führen sollte. Deine Mutter ist krank. Wie krank genau? Ernsthaft krank. Bedrohlich krank. Sie ist tot. Unser Beileid. Menschen von starkem Charakter merke ich mir leicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Ist wohl noch zu früh für Sherry. Ein wenig zu früh. Ich webe die Erinnerung an sie. Nur herein. Wir bilden eine Schlange. In meine Lebensreise ein. Wir sind ruiniert. Wie eine Ruine.
Der Gerichtsvollzieher. Inwiefern ruiniert? Wie eine große Ruine. Deckung! Wir könnten ihn doch als Haustier behalten. Es war nur ein Witz, Verzeihung. Meine Kenntnis gesellschaftlicher Umgangsformen stammt aus Büchern. Das müssen wir gebührend feiern. Oh ja! Welch ein bemerkenswerter Tag! Hast du das gehört? Ich bin ein Wahnsinniger! Was für ein Abenteuer! Nicht den Kopf stoßen! Was machen Sie da? Medizin. Ich erwecke Sie zum Leben. Das ist Salatdressing. Tatsächlich? Vielen Dank. Wie war der Name gleich? Copperfield. 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 Das ist Crabford Trotterfield. David Copperfield. Oh, Esel! Das ist eine eselfreie Zone! Eine bemerkenswerte Frau. Liebenswürdig. Redet da noch immer nichts? Ich bis gar nicht. Eher nichts. Da helfen ja die teuersten Medikamente nichts, wenn sie im Kopf nicht dazu bereit sind, gesund zu werden. Ja, dann haben gesagt, du stirbst. Wie fühlt denn sich das an, wenn man weiß, dass man stirbt? Verpiss dich oder ich steche ihn an! Lass den Scheiß, Ivo! Letzte Warnung! Polizistenmord ist kein Pappenstiel, wissen wir wieder, wa? Unser Rechtsstaat zeigt sich von seiner menschlichen Seite. Wenn sie jetzt mitspielen, können sie in Freiheit sterben. Lass doch mal raus, wa? Gibt's da jemanden, den du sehen willst? Das Leben ist noch nicht vorbei. Machen Sie was draus. Carpe diem. Wissen Sie, was das heißt? We're gonna see the world. We ain't like lions. Darf vorstellen, Ibrahim Nabil, Legende, Ehrenmann, mein Bruder. Wir sind keine Brüder mehr. Wann hast du mein Geld? Mama, die Sachen draußen stehen lässt, dann werden die schlecht. Hey, Schatzi. Sie heißt Juju. Sie ist 17 Jahre alt und sie ist klug und witzig und schön. Und sie braucht dich nicht. Hast du das verstanden? Ich muss nach Berlin. Ich komm mit. Ich muss hier raus. Verstehst du, ich werde so verrückt. Und du hast jetzt die Chance, mal für mich da zu sein. Wie ein richtiger Vater. Du hast 5 Sekunden. Bevor ich dir eine Kugel in den Kopf jag. Krebs im Endstadium. Krebs. Ram, wer wird dich dann beschützen, hä? Komm! Hau ab! Marie, tut mir leid! Ich hab keine Ahnung, was hier läuft, aber ich will meine Tochter zurückhaben. Wer bist du eigentlich? Juju, wo ich herkomme, da gibt's Ehre und Stolz. Das geht nicht, was du machst. Siehst du, wer du bist, ne? Dass du mein Vater bist, oder was? Du bist niemand für mich. Nabil, Nabil, beeil dich! Was machst du da? Schwarze Orangen. Die müssen mir keine mehr klauen. Aber die wachsen keine Orangen bei mir. Es ist zu kalt. Es ist einfach nur zu kalt. Leg dich nicht mit uns an, ja? Wir sind Libanesen. Libanon. Schawaffel, Falama. Ist geil. Nein, bitte! Ich will bleiben. Ich muss ihn unbedingt sehen. Wir müssen sie hier rausschaffen. Einem Musiker wie ihm zollt man Respekt. Sie sind gefeuert. Waren Sie es nicht, die sich direkt an den Rand der Bühne gesetzt hat? Sie? Ich will Dirigentin werden. Sie will Dirigentin werden. Weißt du, wer er ist? Frank Thompson. Er ist einer der wichtigsten Konzertmanager. Solange er mich in Ruhe lässt. Hoe lang is dit al gaande? Toelatingsexamen? Voor het conservatorium? Hoe lang ben jij al aan het liegen? Frauen eignen sich nicht dazu. Sie können nicht führen. Ich werde bald verreisen. Das geht nicht. Warum nicht? Weil ich dich in meinem Leben brauche. Sie ist gerade in Berlin. Berlin? Sie hat vor, dort Dirigieren zu studieren. Ich habe ein Empfehlungsschreiben für Sie. Granat. Sie dürfen Menschen, die Teil Ihres Lebens sein wollen, nicht einfach wegstoßen. Das ist Ihr großer Tag. Da ist sie! Sie nehmen sie.
sie niemals auf. Die Welt will sie scheitern sehen. Sie können nicht einfach weglaufen. Wir haben eine Vereinbarung. Ich folge keiner Frau, die ihren Platz nicht kennt. Eine Frau leitet 100 Männer. Mit oder ohne Ihre Hilfe, Herr Muck. Ich werde Dirigentin. Es geht ja nicht um Leidenschaft. Ganz ohne Zweifel fing sie mit dem Dirigieren an, weil sie sonst nichts kann. Es ist eine Abnormität. Was? Frauen? Es widerspricht der musikalischen Tradition. Diese Welt lässt dich nie wieder los. Wer ist diese Dame? Brico. Antonia Brico. Hey! Können wir uns bitte alle so normal wie möglich verhalten? Ja, okay. Ja, ja. Okay. Ja, geht klar. Okay, gut. Jonathan ist dir schwer gefallen, darüber zu reden. Über Grandmas Tod? Nein, gar nicht. Es ist illegal, stimmt's? Wie werdet ihr es machen? Wann soll es passieren? Bald, mein Junge. Also los. Wow, alles okay? Ja, ich bin nur eine andere Art von Axt gewöhnt. Anna, Chris, seid ihr schon wach? Ich bin bald tot. Kommt ihr runter? Das sollte genügen. Sie ist zerbrechlich, stimmt's? Schenk Mom dieses eine Wochenende, ohne dass sich hier die ganze Welt um dich dreht, Anna. Kannst du aufhören, so eine Zicke zu sein? Ohne dass ich... Ich wähle den Notruf und melde einen Suizidversuch. Ist das dein Ernst? Sie hat gesagt, sie ist soweit. Sie ist soweit, aber ich bin's nicht. Jetzt ist der Zeitpunkt, weil sie noch bestimmen kann, was mit ihr passiert. Hast du keine Angst? Seit wir einen Termin festgelegt haben, kann ich mich anstelle des Sterbens mehr auf das Leben konzentrieren. Das Erbe muss restlos verhurt und verschleudert werden. Was zum Teufel denkst du dir? Was? Du lässt sie tun, wozu sie sich entschlossen hat. Ich möchte sie verstehen, aber ich möchte auch, dass sie mich versteht. Ich liebe euch, meine Mädchen. Gibst du mir ein paar Ratschläge fürs Leben? Der ganze Trick ist, auf Zack zu sein und alles zu geben. Auf das wunderbare Leben. Ja. Sie ist ja bereit, mit dir zu arbeiten. Darf ich das Foto noch mal sehen? Sind wir jetzt eigentlich Schwestern? Da bist du ja. Pass auf, dass du nicht wieder geblitzt wirst. Hallo Paula, hast du Geburtstag? Ist Raya nicht eingeladen? Kann aber mit deiner Tochter spielen. Ja. Lando? Was? Sie hat den Lasse gebissen während des Mittagsschlafs. Er muss ins Krankenhaus. Ich war das nicht! Haben Sie schon mal von einer reaktiven Bindungsstörung gehört? Es geht da um Kinder mit Frühtraumatisierung. Die Ergebnisse der Tests lassen mich eindeutig darauf schließen, dass Raya weder Empathie noch Ängste empfindet. Sie empfindet überhaupt nichts? Können Sie ihr helfen? Sie wollen sie wieder in ein Heim stecken? Liebe ist nicht genug für Raya. Wo hast du gesteckt? Kannst du das bitte nach Dienstschluss machen? Was denn? Das mit deinem Kind. Es geht schon. Willst du wirklich so weitermachen? Das ist nicht gut für dich und auch nicht gut für Nick. Hast du auch Angst vor ihr? Ich komme, wenn du schläfst. Ich mache dich tot. Wir machen endlich Fortschritte. Wir brauchen nur ein bisschen Zeit. Bist du jetzt völlig durchgedreht?
Das schaffst du nicht, die ist krank. Die muss weg. Okay, sexy Gedanken. Glutenfreie Waffeln! Hab ich das gerade laut gesagt? Was? Sorry, warte, Sekunde. Hatte ich im Laden vergessen, ist es mir den ganzen Tag nicht eingefallen. Jetzt bin ich bereit. Das glaube ich einfach nicht. Gib's einfach zu, du stehst nicht auf Sex. Es ist, als wärst du pornophob. Versuch etwas Anzügliches zu sagen. Du musst dich entscheiden, entweder ich oder die Pornos. Ich will deinen harten und pulsierenden... Geht es Ihnen gut? Wollte nur sehen, ob alles in Ordnung ist. Was? Nein. Ich meditiere. Hallo. Warte, warum siehst du so gut aus? Hab jemanden kennengelernt. Also habe ich mir eine Sex-To-Do-Liste gemacht. Beste Trennung aller Zeiten. Oh Gott. Eine kurze Frage. Machen Sie Pilates oder so? Oh, wow. Weißt du was? Du hast wirklich ein neues Leben begonnen. Willst du tanzen? Findest du nicht, dass er nicht ganz meine Liga ist? Du hast nur Angst davor, dich wieder aufs Pferd zu schwingen. Das ist wie Fahrradfahren. Oder vielleicht Fallschirmspringen. Das ist, als wären wir ein Ghost. Und du wärst eine Patrick Swayze. Erzähl mir alles, was ich über dich wissen muss. Sicher, dass du das wissen willst? Ja, du hast recht. Könnte das Ende von etwas Gutem sein, bevor es anfängt. Oder der Start von etwas Gutem, das niemals endet. Das ist kitschig. Ich will nur herausfinden, ob das funktioniert. Eigentlich, Sir, habe ich das gerade drauf. Was meinen Sie damit? Luz, ich glaube nicht, dass man sich Erektionscreme auf die Lippen schmieren sollte.